Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kultur- und Veranstaltungstipps. Heute mal aus einer wunderbaren städtischen Galerie der Wollhalle in Güstrow. Neben mir Frau Zimmermann, Abteilungsleiterin für Marketing, Tourismus und Kultur. Kultur, genau. Hier findet gerade in der Wollhalle, warum heißt das eigentlich Wollhalle? Weil hier mal die Schafwolle gelagert wurde. So einfach ist das? Ja, so einfach ist das manchmal. Also sehr, sehr aufwendig restauriert. Momentan gibt es hier eine ganz interessante Ausstellung von Schülerinnen und Schülern. Was sehen wir denn hier, Frau Zimmermann? Ja, das ist eine Ausstellung Schüler, Schülerinnen aus dem Landkreis Rostock. Und die ganze heißt Schüler und 3D. Und da haben sich die Schüler eben mit der dreidimensionalen Darstellung hier auseinandergesetzt und präsentieren das hier eben in unterschiedlichen Formen und Arten. Dazu gab es auch eine ganz wunderbare Ausstellungseröffnung in der Kunstnacht am 2. Oktober, wo sie das eben auch noch darstellerisch untermalt haben. Also richtig mit so kleinen Szenen. Und wo sie gesagt haben, okay, ist das jetzt Kunst, kann das weg und wie kann natürlich man das bearbeiten? Ist das Kunst. Ja, na sicher ist das Kunst. Alles, was man irgendwo ausstellt, ist doch Kunst, oder nicht? Natürlich, natürlich. In der Wollhalle in Güstrow, mitten im Stadtzentrum gegenüber vom Ernst-Barlach-Theater gelegen, gibt es bald wieder eine wunderbare Veranstaltung, die Sie vor ein paar Jahren aus der Taufe gehoben haben quasi, Region und Genuss. Zwei Dinge, die sehr schön klingen und sich immer größere Beliebtheit erfreuen. Warum ist diese Veranstaltung regionaler Genuss so eine stark frequentierte geworden? Was meinen Sie? Ja, weil doch immer mehr Wert gelegt wird auf Lebensmittel aus der Region, aus selbstproduziertes aus der Region. Das wird mit Genuss verbunden und wir haben deswegen eben dieses genüssliche Güstrow ins Leben gerufen, um hier die regionalen Erzeuger, die teilweise ja wenig sichtbar sind, zusammenzuführen, ihre Produkte sichtbar zu machen, diese anzubieten, beziehungsweise sie ja auch im Rahmen von Genusstouren direkt zu erradeln. Genau, das macht der ADFC, das macht diese Genusstour, habe ich zusammen mit dem ADFC, das habe ich ja schon mal gesehen. Genau. Das ist eine andere Sache, auf dem Markt in Rostock, in Güstrow, in Schwerin, gibt es ja überall auch regionale Anbieter. Aber hier ist das dann wirklich gebündelt. Aber wenn ich dann lese, Leute, die Oliven aufstrichen, das hat ja nichts mit Regionalität zu tun, außer dass sie die Oliven wahrscheinlich hier verarbeiten, aber Oliven wachsen ja hier nicht. Also wie regional ist es dann tatsächlich? Es ist doch schon sehr regional. Einer unserer Aussteller oder einer unserer Teilnehmer ist zum Beispiel die Pasta-Manufaktur, ne, die ihre selbstgemachte Pasta und ihre selbstgemachten Soßen und entsprechende Cutneys hier eben mit anbieten. Oder es ist der Ziegenhof Deinl, die mit ihrem eigenen Ziegenfleisch hier eben vor Ort sind. Oder es wird direkt auch Wolle hergestellt von den Schafen und von hier vor. Das kann man hier teilweise auch ein bisschen mitmachen. Unser Imker ist wieder mit dabei, ne, der ja seine Bienen hier so am Rande des Stadtgebietes hier wirklich fliegen. Oliver Bukowskis Monolog Das Konzept romantischer Liebe ist ab dem 15. November in der kleinen Komödie Warnemünde zu erleben. Max ist in Liebesding ein Stratege. Dennoch machen ihm Frauen das Leben schwer. Max, gespielt von Bernd Färber, zieht eine Bilanz seiner Flirts und Affären. Bilanzieren Sie mit am 15., 24. und 25. November. Dmitri Schostakowitsch steht im Mittelpunkt eines musikalisch-literarischen Programms am 18. November im Gasthaus Petersberg in Pinnow bei Schwerin. Die Angst neben dem Fahrstuhl, so lautet der Titel der Veranstaltung. Bekommen Sie einen Einblick in das private und musikalische Leben des Ausnahmekönners. Liane Römer führt durch das Programm. Für die Musik sorgen Eckhardt, Anne-Christine und Stefan Möbius. In Ahrenshoop treffen sich Cineasten und Filmschaffende vom 14. bis 17. November zu den 14. Ahrenshooper Filmnächten. Zu sehen gibt es 6 Wettbewerbsfilme und 3 Filme des Sonderprogramms. In der Jury wirken unter anderem die Schauspieler Jördis Triebel und Uwe Kocke-Schmidt. Informationen gibt es unter www.ostseebad-ahrenshoop.de. Wenn sich kulturelle und kulinarische Genüsse verbinden, dann ist es Zeit für eine neue Ausgabe von Kultur trifft Genuss. In verschiedenen Restaurants in Warnemünde, Markgrafenheide und Hohe Düne führen Studierende der Hochschule für Musik und Theater Rostock im halbstündigen Wechsel ihre Stücke auf, während die Gäste mit köstlichem Essen versorgt werden. Karten für Kultur trifft Genuss sind unter anderem an den Touristinformationen Rostock und Warnemünde sowie unter www.kultur-trifft-genuss.de zu erwerben. Es muss nicht immer Prosa sein. Das finden zumindest Annette Richter und Norbert Drews. Das Duo verschafft den Besuchern des Steigenberger Hotel Heringsdorf einen amüsanten Abend.
Satirisches und allzu menschliches in Versen, virtuos auf der Gitarre begleitet. Das Puppentheater Halle gastiert in Rostock mit dem Stück Morgens 9:30 in Deutschland, ein Arbeitstag im Jahr 2030. In der HMT setzen sich die Puppenspieler mit der Thematik zukünftiger Arbeitswelten auseinander. Umrahmt wird das Thema durch 5 Theaterszenarien. Zukünftige Arbeitswelten stehen im Mittelpunkt des Wissenschaftsjahres 2018. Los geht es im Kammermusiksaal um 18 Uhr. Vor Weihnachtszeit ist Märchenzeit und auch das junge Staatstheater Parchim bringt zur kalten Jahreszeit einen Klassiker auf die Bühne. Das Märchen vom Aschenputtel sehen Sie unter anderem am 24., 26. und 27. November in der Parchimer Stadthalle. Aschenputtel kann mit Hilfe der Tauben auf das königliche Fest gehen, doch viel zu früh muss sie dieses wieder verlassen. Das Weihnachtsmärchen für alle Kinder und Kinder im Herzen. Kjetil Bjørnstad ist ein norwegischer Komponist, Pianist und Autor. Am 11. November liest er um 19 Uhr in der Rostocker Kunsthalle aus dem ersten Band seines Opus Magnum Die Welt, die meine war. Die Lesung findet in deutscher und norwegischer Sprache statt. Bjørnstad hat mittlerweile 40 Bücher in Norwegen veröffentlicht, darunter auch Romanbiografien über Edvard Munch und Liv Ullmann. Wie kam denn diese Idee? Kamen dann die regionalen Erzeuger zu Ihnen, sind herangetreten und haben Sie sich als Stadt gedacht, wir müssen so eine Regionalität mal ein bisschen fördern? Richtig, also wir haben uns als Tourismusverein gedacht, damals auch noch in zusammen mit der Regiopolregion Rostock, was können wir denn hier machen, um wirklich auch mal ein neues Angebot über den Tourismus hier etablieren zu können und den Zeichen der Zeit eben auch zu folgen. Also mit dem Genuss und mit der Regionalität, dass man das kosten kann, was hier wirklich auch produziert wird, es dann auch erwerben kann. Und so ist dieses ganze Projekt Genüssliche Güstrow entstanden und eben in verschiedenen Facetten. Wie gesagt, Radeln, Genussmärkte, andere Veranstaltungen, alles das sind Bausteine. Natürlich sind regionale Produkte auch ein wenig teurer, das wissen wir alle. Wie kriegt man denn den Spagat hin? Sagen auch Leute, die sich das nicht leisten wollen oder können, sich dafür mal zu begeistern. Also bis jetzt hatten wir da kaum irgendwelche Anmerkungen, dass es den Leuten zu teuer war. Oder die regionalen Erzeuger haben es natürlich nicht leicht, ihre Produkte an den Markt zu bringen. Deswegen gehen wir hier auch sehr wirklich mit ganz geringen Kosten für die Erzeuger hier an diesen Genussmarkt ran, sodass sie sich wirklich hier präsentieren können und hier verkaufen können. Und es hat sich von Anfang an einer sehr, sehr großen Nachfrage erfreut. Deswegen machen wir ja auch nur 2 dieser Märkte, also einen vor Ostern, einen im Prinzip vor Weihnachten, aber nicht so dicht, damit sich eben die Leute dann in der Zeit auch eben schon ein bisschen auf, mit Geschenken für Weihnachten, Ostern beziehungsweise darauf freuen können, auf diese Genüsse. Also 17.11. Wie viele Aussteller, kann man so sagen, Aussteller ist ja Quatsch, aber wie viele Erzeuger aus regional, also und wie weit ist denn die Regionalität, also bis wohin spricht man denn von der hiesigen Regionalität? Ja, das sollte man vielleicht nicht unbedingt so genau nehmen. Also es ist alles, fast alles aus dem Landkreis Rostock hier. Eben. Tatsächlich, also doch ja, wirklich. Wirklich regional, ja, in diesem Netzwerk, genau. Also bis eben ganz dicht, so hier in der Nähe von Schwan oder in der Nähe in Richtung Krakow oder eben auch hinter Rostock auch noch zum Beispiel. Männerhobby ist ja sonst eben auch schon mal dabei gewesen. Waren wir vor 2 Wochen. Na, Schokoladere de Prix. Schokolade waren wir auch schon. Die ist zum Beispiel auch eine der unserer, die sich hier eben mit präsentieren. Also das ist wie gesagt ein Umkreis, der sich gut erreichen lässt. Nicht alle lassen sich mit dem Fahrrad erreichen, deswegen machen wir jetzt auch teilweise so eine Kombination Zug und Rad schon, um noch zu mehr Erzeugern vor Ort zu kommen. Aber doch. Das ist aber ist ja der 17.11., da muss man nicht unbedingt Fahrrad fahren. Nein, ist ja auch der Genussmarkt, ist ja keine Tour. Alles klar. Ja, da wünsche ich Ihnen ja, und den Erzeugern und Ihnen viel Spaß, falls Sie Zeit und Lust haben, hierher zu kommen. Also, machen Sie was draus. Vielen Dank, Frau Zimmermann. Sehr gerne. Lieben Sie Kultur, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bis nächste Woche. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.